Ich muss in früheren Leben eine Reblas gewesen sein. Sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ich auch nicht trinken, sondern besser. Ein Hauch von Österreich in jedem Glas. In jedem Lied eine Note aus Wien. Der Heurige ist die Heimat der Lebensfreude, Rückzugsort, ein österreichisches Wahrzeichen. Ich hab gehaust in einen Weingarten bei Wien. Den Gumpuzkirchner ich so von Herzen gern. Und wenn ich stier, möchte ich ein Reblas. Herr Kessech, bleibt ruhig sitzen, ist genug Platz. Schön ist heute, oder? Traum wieder. Aber zum Glück ist noch nicht zu Hause. So, Leila. Bieg mir das einmal auf, du. So. Erst. Ja, wie vermutet hab das? Sonst geht's. Das hätte mir meine Schwester schon sagen können, dass das so schwierig ist. Nein, eigentlich haben wir ja eine Etikettiermaschine, ja, aber das ist der prämierte Wein und da muss alles Handarbeit sein. Ist das schief? Das schaut schief aus, oder? Es ist schief, geheiß, das. Ach Gott, nein, ich hab es eh gesagt, Simone, ich kann das nicht, ich hab nicht die. Ach Gott, was? Achso? Na ja, ihr könnt es gern probieren, bitte, gern. Ja, das ist. Aber gerade soll es jetzt sein, gell? Bei der Geburt, beim Tod und auf den Holzbänken eines heurigen Lokals sind wir alle gleich. Dort findet sich vieles, was das Leben ausmacht. Musik, Unterhaltung, Wein und einfaches, gutes Essen. Ja, haben wir schon Gäste, wir haben aber noch gar nicht offen. Aber passt schon, bleibt sitzen. Mein Papa hat immer gesagt, je mehr Gäste, desto besser. Willst du was trinken? Ja, ja bitte. Ja, na, dann hol ich mal eine Flasche. Aber ein Tisch braucht es auch. Ja. Na, wie mein Papa den Heurigen da noch geführt hat, war alles voll mit Tisch, alles voll. Ja. Nach dem Krieg hat es ja nichts gegeben, bitte. Da waren die Leute froh über ein bisschen eine Abwechslung. Ja, na. Schmalzbrot hat man sich mitgebracht und der Wein hat ja nicht viel gekostet. Ja. Und dann ist man zusammengesessen, ja, hat plaudert, jung und alt. Und später dann, wie der Karas sein Welthit gelandet hat, sind auch die Reichen gekommen. Ja, ja. Na, das war üblich, dass man sich das Bankerl dort hat. So, ja. Puh. So. Gut. So, das passt schon für Wischen. Die Stichel habe ich leider keins jetzt noch. Das ist, ja. Also, willkommen im heurigen Rebhandel. Ich bin übrigens der Karl. Ja, ich bin ja in Arbeit. Ja. Gut, also, jetzt hole ich eine Flasche. Beim 1. Mai-Aufmarsch 1955 hoffen die Menschen auf die Wiedergeburt Österreichs. Nach 10 Jahren Besatzung sind die Vertreter der Siegermächte nach Wien gekommen, um zu verhandeln. Österreich setzt auf seinen Außenminister Leopold Figl, der als ehemaliger KZ-Häftling ein neues Österreich vertritt. Zahllose Mythen ranken sich um seinen Verhandlungserfolg. Unter anderem soll der trinkfeste Figl die russischen Verhandler beim Heurigen unter den Tisch getrunken haben. Österreich ist frei! Die Mär vom Durchbruch beim Heurigen hält sich hartnäckig bis heute und hat zur Verklärung Leopold Figls und des Heurigen beigetragen. Der Heurige, der schon bald nach dem Krieg als leistbarer Treffpunkt beliebt war, hat seine Anziehungskraft behalten.
Die Wechselfälle der Geschichte konnten ihm nichts anhaben. Weder der Verlust der Monarchie noch das Ende der Ersten Republik. Hier scheint die Zeit stehen zu bleiben oder ewig zu währen. Wie ein Leben nach dem Tod. Der Tod muss ein Wiener gewesen sein, schrieb Georg Kreisler. Denn so schön wie in Wien stirbt es sich woanders kaum. Allerdings ist das Sterben immer verbunden mit dem Wunsch, dass es im Himmel genauso aussieht wie beim Heurigen ums Eck. Et rin's mir aus den Augen, et schoss mir in die Uhren, et kommt die nicht mehr weiter und geht drauf, krieg ich ein Zuhren. Ich weiß nicht, wer ich hab, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nur, dass ich weiter soff. Wann's die wirst, wirst heute hin, et kann ich nimmer kräm, et kann ich nimmer steh, et liege unter Wirtshaustisch, et bringt's mir nicht in Tee. Ich weiß nicht, wie ich has, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nur, dass ich weiter soff, bis ich im Himmel bin. Hallo. Wollt ihr vielleicht zuerst den Köller singen? Gut, na, dann kommt's mit, aber passt auf, haut sich nicht an. Es ist nicht jeder so ein Gestirme wie ich. Wisst ihr eigentlich, warum sich die Österreicher damals so aufgeregt haben, wie sie die Alkoholgrenze abgesetzt haben? Naja, na, bei 0,8 Promille haben alle gewusst, bei einer 7-Zentel-Flasche geht es knapp, aber da noch aus. Ein Sickerwitz, ich weiß. Ja, früher sind ja die Köller alle gestochen worden. Also da, wo ein Hohlweg war, hat er von der Seite reingestochen und so einen Köller geschaffen. Ja, das ist ja viel einfacher als senkrecht in die Erden reingraben. Ja, das ist, ja, da im Weinviertel ist es überhaupt praktisch, weil da löst es ja von allein zusammen. Halt. Das rieselt halt ein bisschen. Ja, und wenn man länger da ist, hat man immer ein bisschen was in die Haare oder gewandt. Aber blöder noch ist, wenn es im Weinglasl drin ist. Gott sei Dank. Und darum sind die Köller mittlerweile alle gemauert. Ja, weil das ist, und ja, da sieht man die langen Ziegel, das ist noch das alte Österreich-Format und die kurzen schmalen, das sind da jetzt nicht, das ist das Hitler-Format. Ja. Da war halt alles ein wenig enger und der Führer. Oben eine rinnt es viel. Unten aus beim Hosentiel, siehst es ist der Lauf der Welt, alles andere ist nur still. Siehst es ist der Lauf der Welt, alles andere ist nur gestellt. Der Onkel Franz Klot habe ich auf sich. Das Wiener Lied hat sich seit dem Biedermeier zu einer eigenen österreichischen Musikkategorie entwickelt und wird bis heute gepflegt. Das letzte Lied für den Kronprinz Rudolf hat die Schrammen ihm gespült. Bei diesem Lied hat er sich einmal noch glücklich gefühlt. Sein Leibfiaker, der Bratfisch, hat so gut zu ihm gerät. Hoheit kränkt die Sehner nicht. Hoheit kränkt die Sehner nicht. Die Schrammelmusik entstand im Biedermeier aus dem Wunsch, Orchester in kleine Gärten zu bringen und hat mit Spitzenmusikern Weltruhm erlangt. Volkssänger und Sängerinnen wurden mit ihren Texten fixe Stars am lauen Nachthimmel des Heurigen. Der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen. Schauen die Menschen der Serra hinaus auf die sonnige Höhe. Zum Beispiel, wann das wird sein? Nichts meine Ruhe.
Aussichtstuhl. Bald krieg's zum letzten Mal a Sack Hoven und a Heim. Der Wiener hat keine Angst vor dem Tod, wenn nur im Himmel schon das Weinglas wartet. Es wird ein Wein sein, und wir werden immer sein, trotz aus dazu, sei lang und schick, zwischen im Maden. Einen besonderen Stellenwert haben bei der heurigen Unterhaltung immer schon die Frauen eingenommen. Mit dir möchte ich alt werden und jung bleiben dabei. Mit dir möchte ich alt werden und träumen von mei. Und fällt auf den Scheitel schon richtig der Schnee. Denn mit dir möchte ich alt werden, es tut mir nicht weh. Du kannst für Verräte gar nicht fassen, so lieb und friedlich schaut uns rein. Einst war das Werk in das Orchester und fleckelt der Rat und alt und jung. Verschwinden dann die Ohren. Gesungen. Natürlich, ich habe kolossalen Erfolg gehabt. Auch, man hat eigentlich gar nichts gespürt von dem, dass das Wienerlied zugrunde gehen soll. Und es wird auch nicht zugrunde gehen. Auf gar keinen Fall. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Das Dudeln ist eine eigene Kunst und wurde vor allem von den Dudlerinnen des letzten Jahrhunderts aufrechterhalten und weitergegeben. Die Könnerinnen des Kehlkopfsingens waren die Stars in der Szene, häufig selbst heurigen Wirtinnen und entsprechend eingebunden in die Geheimnisse der Branche. Es hat in Wien eine Sprache gegeben, die Musikanten geredet haben. Die Musiker, die Kölner, die Älteren werden das vielleicht heute noch kennen. Und zwar war das die Musikersprache. Da haben sie halt alles abgeredet, was die nicht einen he, allen sie, die anderen he. Oder er hat gesehen, der Ort ist ein Adeldreh. Oder er hat gesehen, der Ost ist ein Adeldreh. Das ist ein Adeldreh, der Ort. Ich habe gesehen, dass in Anwe, in der Ort steht der Anwe Adeldreh. Und eins, wenn nicht Ort sein Orchen hat, eins geht, dann ist es mit Arm angegeben. Ich muss im frühen Leben ein Reblas gewesen sein. Sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Ja, da muss man zunächst einmal die Wirkung des Alkohols überhaupt anschauen. Der Alkohol selber macht ja weder traurig noch lustig noch sonst irgendetwas. Er nimmt den Menschen ja nur die Hemmungen weg, die sie haben. Der weiße Lube, der hat eine Kraft und er hört. Er kann Sushi schmecken, kann lieb sein, kann strecken. Dann haut er dich bloß auf der Erde. Und er erlebt dann das unter Alkohol, was er sich sonst nicht zu erleben traut, gewissermaßen. Ein Mensch, der also melancholisch wird unter Alkohol, traut sich im alltäglichen Leben seine Melancholie nicht richtig auszuleben. Und er muss sich betrinken, um das so von Herzen zu können. Ihr wisst, Bruder, wo ich jetzt bin. Da, der Wein, das Luder macht am blöd und hin. Ja, beim Tschermark wird, bin ich zuletzt fort. Das ganze Geld hab ich versoffen. Da, in der Kölner Gosse.
Ballettfoss sitz ich ganz verlos auf ein Stein. Glaubst denn du, mein Steiner, du mein liebstes Freund, das kommt nur vom Weinen ganz allein. Na, das kommt vom Herz, von dem Liebesschmerz, mir immer. In der Kölner Kurs sitz ich ganz verlust mit dem Auge und das. Und ich fahrt, das wollte ich nicht. In Grenzing oder Sievering werden aber nicht nur der Wein und der Tod besungen. Hier fand auch eine Melodie ihre Heimat, die eigentlich in England geboren wurde und von Hollywood aus zuerst den Wiener Prater und dann die Welt eroberte. Ich war natürlich gänzlich außer mir, weil ich in meinem Leben vorher überhaupt sowas überhaupt noch nicht gemacht habe und mit dem Film überhaupt nie was zu tun gehabt habe. Ich habe ihm natürlich gleich erklärt, ich mache ihm keine Hoffnung, sondern ich muss ihm sagen, ich habe das noch nicht gemacht. Ich werde es auch nicht imstande sein. Aber ich muss zugeben, der Mann hat mir den Film ununterbrochen 14 Tage, Tag und Nacht gezeigt. Und da habe ich ihm gesagt, ich bitte ihn darum, dass er mich nach Hause fliegen lassen soll. Aber ich kann es nicht schaffen. Und da hat er mir durch die zwei Dolmetscherin sagen lassen, einmal möchte er mir den Film noch zeigen, aber ich soll, und ich soll die Zittern nehmen und soll ganz unwillkürlich dazu spielen. Der Film ist natürlich wieder gelaufen und in dem Moment höre ich mich selbst spielen. Und ich kann Ihnen sagen, von diesem Augenblick an war es zu geschehen. Fünf Wochen lang führt Karas mit dem Harry Lime Theme als erster Österreicher die US-Charts an. Die Melodie wurde in den folgenden Jahren sogar von den Beatles gecovert und ermöglichte Karas die Eröffnung seines eigenen heurigen Lokals. Wisst ihr, was das da ist? Was? Ein Durcheinander, ja klar. Ich hab's aber auch im Witzkissel geschlafen. Nein, das ist ein Glasharmonika, ja, kann man sagen. Also ist nicht so eine richtig echte, aber das ist, ja, wenn man da so drüber fährt, dann kommt der Ton. Ja, ja jetzt nicht. Naja, gut, schön klingt's nicht, ja, aber das ist auch schon. Ja, 300 Jahre gibt's schon diese Glasharmonika. Ja, sogar der Mozart hat für eine Glasharmonika was komponiert. Ja. Das war noch unter dem, also ewig her, das war unter dem Josef. Welcher war das? Der Josef der Zweite, genau, Josef der Zweite. Ja. Und wegen dem sitzen wir überhaupt beieinander da. Ja. Was aber auch eher Zufall ist, weil der Josef hat immer gleich wieder alles über den Haufen geworfen. Ja, eine Reform da, eine dort, da wieder eine Reform. Gerade so wie heute. Ja. Hat aber nie lang gehalten. Ja, eher so wie heute. Ja. Ja. Aber so nebenbei, ja, so quasi zum Triberstrahlen, ja, so, das machen wir jetzt auch noch, hat er den Bauern damals erlaubt, ja, dass sie das, was sie produzieren, auch selber verkaufen dürfen. Ja, ohne, dass sie noch extra dem Adel oder der Kirche was zahlen haben müssen. Ja, dem Josef hat das nichts gemacht, aber die haben eh alle kassiert. Aber für die Bauern war das ein Hit. Und wie durch einen Zufall ist das blieb. Das und seine Spitzel überall. Heute heißt es ja, der Josef war so ein cooler Hund. Das ist aber schon sehr, sehr rosa. Das hat aber wahrscheinlich mit seinem Nachfolger zu tun, dass der so gut wegkommt. Ja, warte, wer war denn das? Der Leopold, Josef Karl Stefan, Reise, Josef, Bulde, gar nicht lang. Ja, Leopold, genau. Und der war dann noch viel anstrengender. Und in Österreich wirst du halt erst geliebt, wenn du tot bist. Oder wenigstens abgetreten. Wollt ihr noch was? Nein, wir gehen schon weiter. Na, danke. Wo sind wir denn schuldig? Ach so, ja. Nein, gern nichts. Es geht aufs Haus. Gut, danke. Ja. Viert euch, Papa. Macht's es gut. Ja. Kommt's wieder einmal, gell?
Keine andere Stadt auf der Welt hat so viele Weingärten innerhalb ihrer Grenzen. Diese historisch gewachsene Verbindung zwischen dem Wein und der Stadt wurde über Jahrhunderte immer wieder politisch gefördert. Vom römischen Kaiser Probus, der den Weinanbau für seine Legionen erlaubte, über Karl V., der mit französischen Reben die Qualität verbesserte, bis hin zum Zirkulardekret Josefs II. In den Wiener Weinkellern wurde immer schon Wein ausgeschenkt. Besonders saure Jahrgänge wurden nicht weggeschüttet, sondern zum Anrühren des Mörtels für den Wiener Stephansdom verwendet. Den ersten wirklichen Aufwind erleben die Heurigen der Vorstadt aber im Biedermeier. Idylle und Frieden in unsicheren Zeiten, Rückzug ins konservative Kleinbürgertum. Es heißt, in Wien werden die Revolutionen im Kaffeehaus erdacht. Die Revolutionäre aber kommen vom Heurigen. Dort, wo man singen kann, was innerhalb der Stadtmauern verboten war, war der beliebte Föhrenbuschen ein Zeichen für Unterhaltung, Hetz und die Möglichkeit, Missstände anzukreiden. Der Wunsch nach einer kurzen Sommerfrische vor den Toren Wiens hat den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel maßgeblich gefördert. Wer konnte, nahm die neu geschaffene Pferdetramway, um die beliebten heurigen Orte zu erreichen. In ihrer Blütezeit waren auf 81 Kilometern 700 Wagen und 3800 Pferde unterwegs. Mit der Elektrifizierung begann ein neues Zeitalter. Die elektrische wurde zum beliebtesten Verkehrsmittel und verband die Wiener mit ihren Lieblingsheurigen. Es gab Verbindungen von Hietzing nach Berchtoldsdorf, von den Stadtgrenzen nach Floridsdorf, Stammersdorf, Nussdorf und Sievering. Die Nummern und Buchstaben der Straßenbahnlinien folgten einem ausgeklügelten System, das jeder Wiener intus hatte. 1 bis 20 waren Linien, die rund um den Stadtkern verliefen. Die Linien mit den Nummern 21 bis 99 führten strahlenförmig zum begehrten Stadtrand. Kennt ihr die eigentlich noch, die Doppler? Wie ich ein Kind war, hat es ja nur die Doppler gegeben. Ich hab die gekost. Mein Papa hat mir immer schon in Köln geschickt, die Doppler holen. Und da war ich kaum größer als eine Flasche. Das waren die nicht nur schwer, sondern auch glitschig. Und der Kölner Stock dunkel. Und dann hat mir meine Schwester, die Simone, auch so Schauergeschichten erzählt. Ja, von toten Weinhauer, die sich die Kinder holen. Naja, ihr lacht's, aber die Toten hat's wirklich gegeben. Naja, freilich. Ja, das, pro Saison ist mindestens einer im Köln umgefallen und hat die Botschen gestreckt. Ja, von der Gärgase. Das, ja. Und darum hat man immer ein Kerzerl mitgenommen in den Keller. Ja, und wenn die Kerzen ausgegangen ist, hat man gewusst, ja, also da hat es nicht mehr lang gebraucht, dass du hinüber bist. Ja. Und ich habe aber keine Kerzerl dabei gehabt, weil ich habe die Doppler in die Hände gehabt, die alles voll gehabt. Ja. Das war schon gefährlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das ehrlich aufgekommen ist mit den Botönen. Ja. Die eine Tante hat ja früher aus Kaorle immer mitgebracht, einen Chianti, ja, in die Korbfloschen. Naja, beim Saufen hast du das Geschloder eigentlich nicht kennen. Das war manchmal so sauer, dass er die Schuhe rausgezogen hat. Ja, die Korbfloschen ist dann das ganze Jahr über im Regal gestanden. Na, war schon schön. Ne? Ich glaub, so hat das angefangen. Ja. Da war das nicht einfach nur ein Vino, sondern ein Chianti oder ein Valpolicella, also eine Sorte. Was Besonderes. Ja, früher, wo wir vom Heurigen nur allein gelebt haben, haben wir nur den gemischten Satz ausgeschenkt. Ja, also in der Schank, im Weingarten haben wir schon mehr Rebsorten gehabt. Ja, da haben wir gehabt, ja, verschiedenste Dinge. Und ja, was ein guter Weinhauer war, und meine Oma und mein Opa waren das, ja, die haben schon beim Aussetzen darüber nachgedacht, wie die Mischung am Ende schmecken soll. Dem Wunsch nach dem Besonderen kommt die Vielfalt der österreichischen Weinlagen und die unterschiedlichen Mikroklimazonen sehr entgegen.
Mittlerweile sind in Österreich 13 rote und 22 weiße Rebsorten für den Weinanbau zugelassen. International ist Wein aus Österreich kein Allerweltswein, sondern eine rare Besonderheit und auf jeder guten Weinkarte zu finden. Die österreichischen Winzerinnen und Winzer haben es verstanden, in den letzten Jahren eine äußerst geglückte Verbindung aus Weinbautradition und zeitgemäßer Verarbeitungstechnik zu schaffen. Die im internationalen Vergleich kleinen Anbauflächen werden durch Qualität wettgemacht. Seit über 150 Jahren beschäftigt man sich im ältesten Forschungszentrum für Rebkunde und Rebzüchtung im niederösterreichischen Kloster Neuburg mit den alten Sorten wie Traminer und Heunisch, aber auch mit neuen Kreuzungen, die ganz ohne Chemie der Reblaus oder dem Traubenwickler entgegentreten wollen. Dem vielbesungenen österreichischen Weinbeißer kann man nichts vormachen. Er kennt den Riesling aus der Wachau und schmeckt, dass der Burgunder aus dem Burgenland kommt. Er ist jemand, der den Wein nicht nur trinkt, sondern ihn genießt, also zu beißen versteht. Ende der 50er Jahre beginnt Wien mehr und mehr den Städtetourismus für sich zu entdecken. Neben Schnitzelessen und Stephansdom werden Heurigenbesuche in Grinzing und Döbling fix als Highlight eingeplant. Auch jene Gäste, die nur wenige Tage, vielleicht nur Stunden in der Stadt sind, sollen das Wien erleben, das in den Büchern Schnitzlers oder Nestreus beschrieben wird. Das Lebensgefühl des Biedermeier im Schnellverfahren. Möglichst bunt, möglichst laut und möglichst original. Man möchte etwas geboten bekommen für sein Geld. Der massentaugliche Heurige mit schneller Unterhaltung ist ein Widerspruch in sich, auch wenn er funktioniert. Die neue Heurigen-Philosophie ist international und so kommen die Gäste aus der ganzen Welt hierher zum Heurigen. Inzwischen unterhalten auch ungarische Folkloregruppen in den biedermeierlichen Innenhöfen der Winzerhäuser. Die Entwicklung des Heurigen zum Unterhaltungsbetrieb hat in den Wirtschaftswunderjahren begonnen und spaltet seitdem die Geister. Herr Fürnkranz, ich möchte Ihnen ein Kompliment machen. So wie es hier aussieht, so stellt sich der Wiener den Heurigen vor, gemütlich im Grünen gelegen mit dem Blick auf die Stadt. Und ich möchte Sie etwas fragen. Wenn ein ausländischer Gast kommt und an Sie die Frage stellt, wie ein echter Wiener Heuriger aussehen muss, was antworten Sie da? Ja, vor allen Dingen das Wichtigste ist natürlich, dass der Wein so geschenkt wird, wie er vom Weingarten kommt. Naturbelassen, sagt man. Naturbelassen, so dass wirklich jemand spürt, das ist ein Wein, wie er in Wien wächst. Und Herr Fürnkranz, ich glaube, Sie sind schon sehr lange Heurigenwirt. Sie sind stolz darauf, dass Sie die Tradition Ihrer Eltern und vielleicht Großeltern fortsetzen. Wird das so bleiben? Im Gegenteil, wir versuchen es noch besser zu machen und versuchen... Na, noch gemütlicher geht's schon nicht mehr. Na, noch jedenfalls, schöner. Dass die Leute gern zu mir kommen und dass sie sehen, dass sie auch was geboten bekommen. Fisch, Whisky, sonst hat das Lecker werden nicht. Fisch muss gehen. Der Mensch ist so kein Pferd, nicht, setzt nicht fahrt. Es muss eine Stimmung eine, oder du, der kommt den letzten Schülerland. Die Heurigen-Gastronomie ist zu einer eigenen Kategorie geworden. Mit dem Reiz der Einfachheit und der Bodenständigkeit.
Doch das einfache Heurigen-Buffet hat an vielen Orten ausgedient. Um der strengen Heurigen-Lizenz zu entgehen, die ausschließlich den Verkauf von selbst erzeugten Speisen und Getränken erlaubt, sind viele Heurigen-Wirte in das Gastgewerbe gewechselt. Doch nach Jahren der gastronomischen Großküchen und der Ausflüge in die Massenabfertigung wendet sich der Trend. Die heurigen Betriebe besinnen sich ihrer Wurzeln, ohne dabei auf Qualität und breites Angebot zu verzichten. Die Buffets sind wieder bodenständiger und regionaler. Der Charakter des Rückzugsortes ist gefragter denn je. Man trifft sich gern wieder beim Buffet, anstatt serviert zu bekommen. Selbst das Mitbringen von Essen, einst die Basis jedes heurigen Besuchs und danach lange verpönt, wird wieder modern. Österreichische Gemütlichkeit in einem neuen Licht. Wollt ihr vielleicht unsere Reben sehen? Ja? Na gut, dann kommt's mit. Ja, der Köller ist ja nur mehr ein Lager und manchmal ein Heuriger. Ja. Na, Wein macht man dort schon lange keinen mehr. Na, das ist ja viel zu klar, dass das wirtschaftlich ist. Ja, und auch wegen der Hygienebestimmungen, da darf nichts mehr einrieseln. Wisst ihr eigentlich, dass wir in Österreich eines der besten Weingesetze von der ganzen Welt haben? Ja? Seit dem Weinskandal in die 80er Jahre. Und wisst ihr, wie das aufgeflogen ist? Nicht durch die Polizei, nein. Die Geberer, die werden in 100 Jahren nicht draufkommen, dass da was nicht stimmt. Der Wein hat ja geschmeckt und gestorben ist auch keiner, so wie in Italien. Die Wahnsinnigen haben das mit Benzin gestreckt, den Wein, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Wahnsinn. Bei uns ist das Finanzamt ist draufgekommen. Ja, weil einer von den Weinbauern hat das Frostschutzmittel, mit dem er den Wein bauncht hat, wollte er von der Steuer abschreiben. Ja, ein Wahnsinn. Ja, und das waren ja doch ein paar hundert Liter. Ja, und der hat nur gehabt jetzt einen Traktor hat der gehabt. Und die Finanzer haben sich dann gefragt, bitte, wieso braucht er so viel Frostschutzmittel? Ja? So deppert muss da was sein. Jetzt bauncht der den Wein und würde es dann von der Steuer absetzen auch noch. Nein, ich sag immer, die Dummheit und die Gier sterben nicht aus. Der Weinskandal nimmt diese Woche vorher ungeahnte Ausmaße an. Immer größere Konzentrationen des Frostschutzmittels Diethylenglykol werden in Weinflaschen gefunden. Die USA erlassen ein Verkaufsverbot für sämtliche österreichischen Weine. In Japan werden Importbestimmungen für österreichische Weine verschärft. Das Fernsehen warnt die Japaner vor dem Genuss unseres Rebensaftes. Die Kläranlagen streiken in den Tagen während der Beschlagnahmung im Sommer 1985. Einige Weinhauer im Burgenland und Niederösterreich wollen den landesweiten Razzien mit Wegschütten entgehen. In nur wenigen Wochen entwickelt sich der Weinskandal zum größten österreichischen Lebensmittelskandal in der Geschichte und sollte sich noch Jahre später in den internationalen Verkaufszahlen widerspiegeln. Die Politik ist gefordert, sie reagiert schnell und erstaunlicherweise im Gleichklang. Bei der Versammlung der Vereinten Nationen muss Alois Mock die als Geschenk gedachten mitgebrachten Weinflaschen wieder einpacken und mit nach Hause nehmen. Der Ruf war ruiniert. Man darf nicht vergessen, wie kommen Zehntausende kleine Weinbauern dazu, dass sie auf Jahre hinaus einen wirtschaftlichen Schaden, einen Schaden in ihrem Ansehen erleben, weil einige unverantwortlich und kriminell gehandelt haben. War lasche Kontrollpolitik der Auslöser für die Möglichkeit, Wein mit Frostschutzmittel zu mischen, hat Österreich heute als Resultat international die besten Weingesetze der Welt und produziert anerkannte Spitzenweine. Zum Heurigen gehen sollte Volksnähe suggerieren. Und auch wenn der Staatsvertrag nicht unter einem Nussbaum zustande gekommen ist, so scheinen die einfachen Holzbänke doch immer wieder die Verlängerung der Regierungsbänke zu sein.
Herr und Frau Österreicher trinken ungefähr 28 Liter Wein und 102,5 Liter Bier pro Jahr. Der Konsum von Alkohol ist ein emotional besetztes Thema. Deshalb gehen die Wogen hoch, wenn es um Beschränkungen geht. Österreich steht mit seinem jährlichen Alkoholverbrauch von mehr als 8 Milliarden Schilling verhältnismäßig an der Spitze. Es bedeutet diese Tatsache eine Katastrophe. Jeden Tag verursacht die unpassende Kombination Alkohol und Autofahren durchschnittlich 6 schwere Verkehrsunfälle in Österreich. In den letzten 20 Jahren ist die zulässige Promillegrenze im Straßenverkehr stetig im Sinken begriffen. Damit hat man zwar Verhaltensänderungen herbeigeführt, aber immer noch gibt es eine beträchtliche Anzahl an Unbelehrbaren. Man soll nicht die Weinhauorte hermetisch abschließen und Führerscheine kassieren, wenn ein Heiligengast vielleicht 2 Viertel Wein getrunken hat, sondern die Raudis herausfinden. Und das verteilt sich über ganz Österreich, nicht nur in der Südbankgegend und in den Weingegenden. Na, gerade da wird aber am meisten Wein getrunken und am meisten dann gefahren. Ja, aber da sollen Sie die Statistik zur Hand nehmen, die einwandfrei beweist. Und auch speziell hier bei uns im Ort, die Gendarmerie kann das bezeugen, dass bei uns in den letzten 2 Jahrzehnten kein einziger Todesfall war. Und die Todesfälle spielen sich ja hauptsächlich im flachen Land draußen ab, wo keine Weinorte sind. Das beweist die Statistik einwandfrei. Die Zeiten haben sich geändert und die Weinseligkeit ist keine einsame Insel mehr. Die beliebten Weinorte sind bestehen geblieben, trotz des prognostizierten Niedergangs. Die Besucher haben ihr Trinkverhalten verändert und die niederösterreichischen Heurigenorte sind mit der Zeit gegangen. Ganz wie der Heurige, der das zeitnahe schon in seinem Namen trägt. Das ist schon schön da, oder? Das ist ja, da brauchst du eigentlich keinen Urlaub mehr. Herrlich. Da zieht man sogar die Grünen wie in Griechenland. Ja, die ist schon über 50 Jahre alt. So ein Weinstock ist schon eine sensible Dame. Die braucht viel Liebe und Aufmerksamkeit. Sonst wird die nicht so alt. Gell? Früher hat man da überall Rosen ausgepflanzt, ja, weil die Schädlinge immer zuerst auf die Rosen gegangen sind. Ja. Heute läuft das ja alles ganz anders. Ja. Aber das Wissen von früher gibt man halt weiter in der Familie. Ja. Wer weiß schon, was gut ist. Ja. Bei uns waren es ja immer die Frauen, die sie auskennt haben. Ja. Der Papa hat sich schon auch auskennt, ja, aber die Mama war besser. Und die Oma sowieso. Der Papa war beim Trinken der Weltmeister. Ja, war auf jeden Fall öfter beim Heurigen als die Mama. Wo Wein angebaut wird, entsteht Kulturlandschaft. Die Weinanbaufläche in Österreich beträgt rund 45.000 Hektar. Die unterschiedlichen Regionen und Lagen geben die Anbauform vor. Regionale Schätze werden mittlerweile in Anlehnung an das französische Konzept unter dem gemeinsamen Gütesiegel DAC vermarktet. Der Heurige hat eine Doppelbedeutung. Als Wein entzieht er sich elegant jeder spezifischen Kategorisierung und sein Leben ist kurz. Nie wird er älter als ein Jahr. Sein junges Leben endet, wenn Martini gefeiert wird. Danach ist er unwiderruflich ein Alter. Den Wein feiern, wenn sich die Gelegenheit bietet. Man freut sich über hübsche Römerinnen und rutscht seit Jahrzehnten in Klosterneuburg gerne vom Weinfass. Alkohol ist als Rauschmittel fix verankert in unserer Kultur.
Dies ist nicht nur der Natur geschuldet, sondern auch der katholischen Kirche, für die Wein seit dem letzten Abendmahl fixer Bestandteil jeder Messfeier ist. Obwohl die Österreicher, was das betrifft, mehr mit dem Weingott Bacchus im Bund zu stehen scheinen. Ob im Wein die Wahrheit liegt oder doch nicht nur die Illusion, dass morgen alles besser wird, beim Heurigen bleibt die Zeit für ein paar Gespritzte stehen. So, Freunde der Blasmusik, ich muss los. Ja, so getrennte Wege wie Wien und Niederösterreich machen es mir in der Politik gängern. Beim Wein sind wir die besten Nachbarn. Ja, ich muss noch ein paar Lokale beliefern, sonst komme ich spät. Ja, die wollen ja was trinken zum Essen. So, ja, ihr kennt's eh noch. Kennst du, da weitergeht? Kommen schon ein paar schöne Kurven. Und ihr geht's da quasi direkt durch die prämierten Reben. Das ist ja auch was. So. Also wir haben noch nicht ausgesteckt. Ja. Erst in zwei Wochen, aber keine Angst, brauchst nicht verdursten. Gibt genug Heurige da. Aber wenn ihr wieder mal in der Gegend seid, würde mich gefallen. Schaut vorbei. Ja. Also, macht es gut. Baba.